Ahoi, ihr Landratten! Herzlich willkommen zum ersten Update meiner Piratenwelt. Wie ihr hier seht, das Material ist vorbereitet. Aber wie ist der Plan? Ich werde aus folgenden 4 Lego-Sets hier auf dem Schreibtisch erstmal so ein Grundlayout setzen. Und zwar mit der Totenkopfinsel ziemlich mittig vor den Bildschirm. Dann ganz rechts kommt die Piratentaverne dran. Da wird dann auch noch ein kleiner Hafen drumherum gebaut. Natürlich auch das Piratenschiff darf natürlich nicht fehlen. Und diese 3 kommen alle aus dem Lego Set 31109. Das ist ein 3-in-1 Creator Set. Und ganz links kommt dann noch die Barracuda Bucht dazu. Und das soll erstmal so der Grundstock werden. Und darauf bauen wir dann auf, werden Mocken, Motten, was auch immer, mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Aber jetzt genug gequatscht, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Auf geht's! Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bis auf den Unterbau und den Wasserrand habe ich es nach Anleitung aufgebaut. Durch meinen modularen Unterbau ist es kein Problem, die Totenkopfinsel von der Bauposition auf die endgültige Position zu setzen. So wie ihr hier seht, konnte ich sogar noch 8 Noppen zurückgehen. Das Kippen des Totenkopfs ist gerade noch so möglich. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um das Layout der Barracuda Bucht und machen uns mal Gedanken über die Felswand hier im Anschluss. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns über ein Abo und Daumen hoch sehr freuen. Bis bald, Schiff Ahoi!